So, hallo Leute und willkommen zurück bei Mass Effect. So, die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Mir ist eingefallen, wir wollten ja noch ein bisschen gucken, ob wir noch die ein oder andere Aufgabe abgeben könnten. Also warte mal, die Sache haben wir ja abgeschlossen, ne? Genau, warte mal. Aber irgendwas war doch noch hier auf der Citadel. Pfeiler der Stärke, genau, da hat man das nämlich doch auch was gefunden gehabt. Flüchtlingslager der Citadel, war das das? Lass uns mal gucken gehen. Das war in den Docks, ne? Docks-Wartebereich? Oder war das der... Warte mal, war das der Warte? Doch, ich meine, das war hier. Ja, genau. So, die Frage ist nur, welcher von denen war das? Seien Sie doch still. Was bitte? Ich will es nicht hören. Sie glauben, die Menschen hatten es schwer. Aber wissen Sie, was auf Kashan geschehen ist? Ich bitte um Entschuldigung. Ich dachte nur, weil Ihre Heimatwelt... Hören Sie auf. Hören Sie einfach auf. Der ist völlig genervt von dem. Eieiei. So, warte mal. Hey, den Flüchtling. Also wenn wir hier mit keinem... Warte mal, war da gerade das Zeichen? Oh, warte mal, da. Nein, das wird er sein, ne? Hier. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris' Freilassung reden. So. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Ach so. Alles klar. Gut, dann haben wir auch das schon erledigt. Mensch. Das ging ja flott. Und die komische Verrückte da, die bleibt hinter Gittern. Wenn man das so möchte. So, aber wir haben immer... Ah, warte mal. Terminal... Ich habe eine Liste der Hanar-Neuankömmlinge-Bau. Ich leite sie an Sie weiter. Verdammt, das sind alles Kontaktnamen. Die Hanar-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanar-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Und wie geht's dem Rest des Teams? Sonst noch jemanden getroffen? Garrus hilft uns auf der Normandy. Ich habe nichts von ihm gehört. Jacob hätte mich dazu bringen können, wieder auf die Normandy zu kommen. Ich dachte, Sie wären glücklich mit Ihren Erinnerungen an KG. Hey, ich bin nostalgisch, nicht tot. Willkommen bei Batarian State Arms. Oh, es gibt doch so viele Upgrades, verdammt. So, was hat der Prediger zu sagen? Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment braucht mein Volk jedes nur mögliche Symbol seines Glaubens. Okay. Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Und durchhalten. Danke, Mensch. Achso, okay. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Gut, dann, wir müssen mal kurz... Okay, was haben wir denn jetzt hier noch alles so? Aber es ist zumindest ein bisschen weniger geworden. Nicht viel, aber ein bisschen. So, nochmal Banner des ersten Regiments. Ein turianischer Offizier benötigt das Banner des ersten Regiments und meine Truppen. Und ja, wir schaffen es von Castellus im Apienkranz und bringen sie es ihm im Purgatory. Wir können mal dann ins Purgatory gehen, ob da vielleicht schon sich was getan hat. So, Ari hat Unterstützung für die Ver
Vereinigung einiger Söldnergruppen unter ihrem Kommando erbeten. Reden Sie in der Citadel-Botschaft mit Commander Bailey und sichern Sie sich die Loyalität der Eclipse-Gruppierung. Okay, also zu Bailey können wir noch gehen. Benning-Beweise. Botschafter Dominik Osoba sucht nach Spuren. Achso, okay, das hatten wir auch. Blablabla, okay. Citadel Bala Won, genau, das war das. Ja. Hanar-Diplomat. Salarianische Spekter Yon Dumbau vermutet, dass er Mitglied der. Finden Sie Beweise gegen die Hanar in den Präsidiumsbotschaften. Okay, also wir gehen da nochmal hin. Was hat das Energieraster? Wärmeeinheit. Buch. Ja, haben wir das gefunden? Buch von Plenix? Irgendwas hat man doch noch gefunden gehabt, ne? Präsidium Unterhaus. Bringen Sie jetzt den Wissenschaftler in der Citadel zurück. Das haben wir doch, glaube ich, auch gefunden, ne? Warte mal, Wirbelstund haben wir eigentlich auch komplett abgegrast. Mal gucken. Ich glaube aber, wir können noch ein bisschen was abgeben hier. Das war hier. Der Rat hat die Freilassung von Sedaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya Tilok. Verrückt. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Ah. Somit haben wir das erledigt, oder? Müssen wir nicht mehr zu ihm gehen? Warte mal, ich mach mal hier Bums. Jo, die ist jetzt auch raus. Cool. Und das auch geschafft. Ah. Wow, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden. Hab schon. Ein Neuankömmling. Symandis. Seelenname. Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten. Er gehörte zu dem Allianz-Team, das die Batarianer massakriert hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgestreckt. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Komm ich da rein? Warte mal. Gucken. Ist mal doof, dass der immer hier unten irgendwo ist, ne? Wenn man hier reingeht. Das war. Nee, warte mal, das war. Mein Gott, sag ich schon wieder. Ah, hier. Achso. Übrigens immer noch nicht so, ne? Also ich sehe da immer noch keine Markierung. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Hier ist aber nichts hervorgehoben. Okay, warte mal. Wir fangen mal an Präsidium Unterhaus. Einen Moment, bitte. Wir gehen einfach wieder durch, ne? Man kennt's ja. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Wobei wir hier gerade schon waren, aber... Na, er sagt ja. Ich hatte Pläne, nach Irune zurückzukehren. Irgendeine Quest war doch da, wo auch stand wieder Präsidium Unterhaus. Ach ja, immer nicht so einfach, ja. Die Matriarchen werden dir nichts tun. Schon gar nicht mitten in diesem Verdammten. Meine Berichte zeigen nur wenig Aktivität des Asari-Militärs gegen die Reaper. Schön, dass man das so bis hierher hört. Infiltration und Sabotage. Aber gegen Reaper-Streitkräfte ist das... Ich weiß. Ungefähr so sinnvoll wie Titten an einem Hanar. Zum Glück haben wir für die schwere Arbeit die Turianer und die Kroganer. Unsere Leute sind einfach nicht für die vorderste Front gemacht. Aber es ist schön, dass sie sich wenigstens beide verstehen. Sagen wir es mal so. So, Wohngebiet.
Kann man hier irgendwas klicken oder so? Nö, ne? Nein. Ach ja. Ich würde diese Abbesuch-Geschichten ja auch lieber gerne sein lassen, eigentlich. Aber wir kommen da nicht richtig drum herum, ne? Weil nirgendwo richtig steht, ob wir Gegenstand XY tatsächlich schon haben oder nicht. Hier ist auch nix, ne? So, wir gucken da drüben nochmal und dann gehen wir wieder zurück. Die Kloaken-Margarine. Ja, ja, tausendmal, mein Gott, die müssen sich ja hier auch jedes Mal denken, ey, mein Gott, kann das mal jemand abstellen? Immer die gleiche Meldung. Dann gehen wir jetzt mal, wir waren in den Wartebereich, dann gehen wir mal Krankenhaus, nee, da ist ja gar nichts, glaube ich, ne? Wir gehen mal Purgatory. Aber ich verstehe das halt nicht, ne, mit dem interessanten Bereich, warum wird mir das nicht angezeigt? Oh, warte mal. Achso. Ich glaube, das haben wir schon gehört gehabt. Aber ich glaube... Arschlöcher. Ich glaube, das war er hier, ne? Dem wir was bringen sollen. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Blue Suns, Blood Pack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Haben wir das jetzt? Ist das Blood Pack jetzt verfügbar? Mit Grill als Boss kann's von uns aus losgehen. Seine Stimme, meine Worte. Eine bessere Marionette gibt's gar nicht. Das Blood Pack hat uns 2000 Borcher überstellt. Das wird der Hauptteil unserer Armee sein. Sehr gut. Kooperiert Dana Voske jetzt mit ihm? Dass General Uraka die Blue Suns in Ruhe lässt, war die Lösung. Voske glaubt immer noch, dass er mich bekommt. Idiot. Aber er hat mir seine Veteranen überstellt. Und ich überstelle sie nun ihnen. Was bringt es uns, dass Eclipse zu unserer Verfügung steht? Eine Tonne Max und Elite-Schützen für Geheimoperationen. Sane hat sich als formbarer erwiesen, als Jonas Sedaris es je war. Meine Kontrolle über Eclipse ist umfassender als erwartet. Ich war überrascht, wie aktiv sie in der Sache waren. Was genau habe ich bekommen? Eine Armee, die unsauber kämpft, die all das tut, was ehrenhafte Militärs nie erwägen würden. Eclipse-Max und Vorcha-Legionen sind ideale Kandidaten als Frontkämpfer bei Bodenoffensiven. Mit Sicherheit die Mühe wert, die sie dafür investieren mussten. Alles klar. Wie läuft der Wiederaufbau von Omega? Die erste Regel im Geschäftsleben lautet, den Markt zu stützen. Niemand will eine weitere Invasion. Also halten alle tapfer durch. Sie haben auch keine Wahl. Und wieder bin ich... Oh. Gut. Wir reden später. Omega. Ganz sicher. Die Galaxie. Okay. Gut. Ja gut, das war ja trotzdem okay, dass wir jetzt mit ihr geredet haben. So, dann gehen wir nochmal schnell hier hinten gucken. Bla 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 bla. Die Musik ist sehr laut. Sehr laut.
Also haben wir jetzt die ganzen, ich nenne es mal Söldner von Aria auf unserer Seite im Kampf gegen die Reaper. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. So, was haben wir noch in Botschaften? Kann man abchecken noch? Ich probiere auch ein bisschen schnell zu machen, dass wir hier schnell durchkommen, aber... haben wir immer noch nicht? Noch nicht. Ah, hier, guck mal. Genau, er ist das nämlich. Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Aha, Sie nice. Finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Erdenclan. Falls Ihr Volk zufällig gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Cool. Nochmals danke, Erdenclan. Ja. Unsere militärische Stärke ist nicht erwähnenswert. Aber wir sind stolz, unser Möglichstes zu tun. Cool. Ach, hier ist er. Ah. Symandis? Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum versuchen Sie, den Reapern zu helfen? Wir haben aus geheimen Quellen Informationen über die Entflammten erhalten. Die Entflammten? Sie meinen die Proteaner? Ja. Wie Sie wissen, Commander Shepard, wurden aus den Proteanern die Kollektoren. Und die Kollektoren dienen den Reapern. Das meinen Sie nicht ernst. Daher müssen wir als treue Diener der Entflammten den Reapern ebenfalls dienen. Sie große, dumme Qualle. Ich unterstütze zwar die Religionsfreiheit für alle Spezies, aber das ist verrückt. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Sie sind wahnsinnig. Und wir lassen nicht zu, dass Sie Ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Und den habe ich gerade hochgeladen. Moment! Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht auch nicht. Hä? Helfen Sie ihm! Ich erledige das! Okay, Upload deaktiviert. Sieht aus, als wären wir... Moment. Irgendeine Absicherung. Runter! Oh oh. Sie war die ganze Zeit hier. Sie war eine alte Freundin. Ich wollte sie verhaften. Sie hat mir gegen die Kollektoren geholfen und jetzt ihr Leben gegeben, um die Hanna-Heimatwelt zu retten. In Ordnung. Es war eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Shepard. Ich werde mich bei Zeiten revanchieren. Mit ein paar Freunden. Aber Kasumi ist jetzt nicht tot, oder? Sie können rauskommen. Nee, okay. Woher wussten Sie das? Nur geraten. Sie werden mich nicht für einen galaktischen Krieg rekrutieren. Das Tegel-Projekt braucht Technikexperten. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Aber Sie sind die beste Diebin der Galaxie und können unbekannte Technologie besser hacken als jeder andere. Sie könnten sie brauchen. Und außerdem liegt da jede Menge teure Tech einfach nur so rum. Und Sie müssen am Ende des Projekts sicher nicht Ihre Taschen ausleeren. Das haben Sie schön gesagt. Okay, ich bin dabei. Jawohl. Shepard, schön wieder mit Ihnen zu arbeiten. Willkommen an Bord, Kasumi. Nice. Kasumi Goto. Oh, da haben wir ja richtig abgesahnt jetzt, war oder abgegrast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr cool. Was ist das gerade? Botschafter der Menschen?
Hey, oder was? Ja, sein Trupp ist zurückgekehrt. Das könnte wohl nicht aber sich ignorieren. So, Embassy Human, ach so, ja. Okay, so, warte mal, dann gucken wir mal schnell rein ins Logbuch. Wie das denn jetzt hier aussieht. Oh, hat sich schon gut dezimiert jetzt hier. So, das ist das, genau, Balavon ist das. Energieraster, Techniker im Purgatory, genau, die haben wir anscheinend noch nicht, weil da war ja nix. Genauso wenig wie der Salarianer. Ihr Buch von Plenix. Ich meine, das haben wir doch schon gefunden, oder? Präsidiums Unterhaus. Aber da war ja nichts, ne? Im Präsidium Unterhaus. Ein Volus. Stimmt, das ist der Verkäufer, glaube ich, gewesen. Der Händler. So. Aber hier bin ich mir nicht fast sicher, dass wir das haben. Wissenschaftler auf der Citadel zurück. Die Frage ist, wo ist dieser Wissenschaftler? Guten Morgen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte etwas Wichtiges erledigen. Ach Mensch, tut mir ein bisschen leid, ey. So, wir können mal gucken, ob er hier nochmal was zu sagen hat, der Bailey. Es regnet nicht, nein, es schüttet. So schlimm? Es wird immer angespannter. Die vielen Flüchtlinge und die ganzen Gerüchte über den Krieg. Alle beobachten sich gegenseitig. Wir kommen den Meldungen über verdächtiges Verhalten gar nicht hinterher. Wie sieht die Citadel den kommenden Krieg? Langsam dringen die Berichte ins Bewusstsein ein. Man kann nicht ewig alles verdrängen. Man wacht entweder auf oder man stirbt. Ja. Das einzig Gute, als alle die Ereignisse verleugnet haben, war die Ruhe. Die gibt es jetzt nicht mehr. Jeder verdächtigt plötzlich jeden und meint, er müsse es auch gleich allen erzählen. Passiert hier irgendetwas Wichtiges? Machen Sie Witze? Die Reaper unterdrücken die gesamte Galaxie. Da tagt der Rat praktisch rund um die Uhr. So viele Botschafter und Abgesandte haben hier noch nie ihre Anliegen vorgebracht. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ist es jetzt besser mit der Einwanderung? Nein, schlimmer. Je mehr die Reaper zerstören, desto mehr Schiffe ersuchen hier um Zuflucht. Uns gehen langsam die Ressourcen aus. Udina hat sie zum Commander gemacht, oder? Ja, und inzwischen ist er eine noch größere Nummer. Mit sehr viel Ehrgeiz. Er hat Executor Pellen der Verschwörung verdächtigt und mich ermitteln lassen. Was Belastendes gefunden? Genug, um ihn zu verhaften. Pellen leistete Widerstand, ich erschoss ihn und wurde dafür von Udina befördert. Soweit ich das beurteilen kann, löscht ein Commander lediglich andere Brandherde. Haben Sie Familie da draußen? Irgendwo eine Ex-Frau. Und unseren Sohn, er ist noch auf der Erde. Oh. Tut mir leid, Bailey. Ich mach's wie alle. Ich flüchte mich in das, was ich kontrollieren kann. Im Moment halte ich hier die Illusion von Sicherheit aufrecht. Wir haben beide unsere Aufgaben. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Danke fürs Gespräch, Shepard. Okay, ich glaube, es waren aber neue Dialoge, oder? Ich bin manchmal nicht mehr so richtig sicher. Weil es halt so viel passiert ja jedes Mal, dass man das gar nicht so genau immer trennen kann. Ob man das schon gehabt hat oder nicht. Shepard! Das hatten wir aber. Ich muss gehen. Ich werde hier. Achso. Okay, nix. Nix zu holen hier. Okay, dann können wir noch. Warte mal, wo waren wir jetzt noch nicht gewesen? Dass diese galaxieweiten Angriffe Teil eines
Mal gucken. Willkommen, Commander Shepard. So, also wir waren Präsidium Unterhaus. Krankenhaus waren wir noch nicht. Purgatory waren wir. Wartebereich waren wir. Ersuchen Sie bitte ein Evina-Terminal um Unterstützung. Können ja mal Huerta-Krankenhaus machen. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendetwas Neues Ankunft ist, aber... beim Huerta-Krankenhaus. Nein, alles in Ordnung. Wir brauchen Ihre Vorräte nun doch nicht. Nein, wir haben eine Variante von... Ein erneuter Besuch? Sehr schmeichelhaft. Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Das hat man schon, oder? Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Für mich ist er schon gekommen. Ja, das hatten wir schon alles. Für Sie. Vielleicht können wir. Die Absage. So. Wobei hier natürlich auch ein Wissenschaftler sein könnte, ne? Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Wie geht es, Ashley? Sehr gut. Sie erholt sich erstaunlich schnell. Ich will sie noch eine Weile beobachten, aber sie ist bald wieder dienstfähig. Okay, ich glaube... Machen Sie weiter. Sie auch, Commander. Ich glaube, da ist nichts Neues dabei. Ach, er wieder. Bestellen Sie Materialchen, Aethita, dass die Upgrades für unsere Jägerinnen bei ihrem nächsten Landgang schon auf Sie warten sollten. Nein, die Skalierung war ganz einfach. Die Menschen haben einige erstaunliche Durchbrüche erzielt. Ich glaube, da hatten wir vorher eine Mission gehabt, ne? Schön, Sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Udina zugesagt. Spectre-Status. Meinen Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Warte mal, das kommt mir auch bekannt vor. Sind Sie bereit für die Verantwortung eines Spectre? Bisher ist es nicht real. Kommt sicher noch. Ich kenne meine Pflichten noch nicht. Alles ist ein einziges Chaos. Was halten Sie von der Sache? Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandy zu kommen? Gute Frage. Das entscheidet wohl Udina. Geben Sie Bescheid. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ist Ihre Schwester auf der Citadel? Ja, aber... Ihr Ehemann ist im Einsatz gefallen. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken. Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt. Von Henley, Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Na klar, machen wir schon. Auch wenn man natürlich immer mal wieder Diskrepanzen... Hatte? Doch, vielleicht der Wissenschaftler? Ich nehme an, Sie suchen diese Prototypen? Ah.
Jo. Sie haben sie gefunden? Danke. Diese Biotik-Upgrades werden viele Allianzleben retten. Wir beginnen sofort mit der Produktion. Hier, für Ihre Mühe. Ja, cool. Das habe ich doch gehofft. Das war hier noch ein bisschen... Hallo, Frau Doktor. Ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen. Naja, wir müssen Ihnen die nächste Lage... Es scheint sich um die gleichen in Versuchen zu handeln. Cool. So, sehr schön. Mal, hier waren wir noch nicht. Okay, ich hoffe einfach mal, dass wir, ich sag mal, auch so nach und nach wieder so ein bisschen die Zusammenhänge drin haben, dass wir hier nicht mehr so ewig suchen müssen. aber ja, momentan ist es halt noch so. Gut, dann würde ich sagen, können wir zurück zur Normandie. Dann müssen wir ja eh zur Bucht. Zur Undocking-Bucht. Jetzt haben wir ja noch, aber ich glaube, wir haben jetzt soweit alles abgegrast, ne? An Nebenquest. Botschaften haben wir, den Wartebereich haben wir, Purgatory haben wir, Presum ist ja. Einen Moment, bitte. Einen. Juhu! Gott sei Dank. Wir gucken uns trotzdem nochmal um. Vielleicht ist da doch noch das eine oder andere. Was wir noch abgeben können, aber ich glaube, wir haben nichts mehr. Oh. Ah. Achso. Da war gerade die Meldung, dass sich die Blue Suns und so, dass die sich zusammengetan haben, um die Reaper zu... Das ist cool. Nice. Gut. Yes. Wir wollen zurück. Auch Raumschiff ASMR. So. Na, haben wir eine neue Nachricht auf dem Terminal? Wir müssen natürlich auch dann bei Gelegenheit, das machen wir nicht jetzt, aber bei Gelegenheit müssen wir natürlich jetzt auch wieder hier mit unseren Leutchens reden. Aber jetzt machen wir erstmal noch die Mission. Verlassen. So, dann gucken wir mal. Isma-Grenze, Halbmondnebel, Bürgerschlund. Ja. Treff mit dem Diplomaten. Pylos-Nebel, Ausgrabungsstätte scannen. Stimmt, da war doch irgendwas, ne? Pylos-Nebel. Achso, da ist ja die Dings, ne? Ich habe etwas gefunden. Treibstoff. Da ist doch die Tochter von dem, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Scanner starten. So, wir haben uns ja gemerkt, dass wir auch mit der Tastatur drehen können. Jupiter-Abhandlung. Oh. Signal bestätigt.
Suche erfolgreich. Auf den Scans einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Na dann. So, wir bleiben dabei. Und Garrus. Warte mal, Aussehen ändern. Was können wir denn da machen? Oh, in Schwarz. Cool. Was würde ich denn jetzt nehmen? Weil das sah ganz cool aus hier eigentlich. Sieht auch cool aus. Aber ich glaube, ich nehme das hier. Das sieht irgendwie cool aus. Mal auswählen. Und was können wir bei ihm? Mit Helm. Ich glaube, das hier passt am besten zu Garrus irgendwie. Irgendwie sehe ich ihn da in dem Outfit. In der Panzerung. So. Aber ich glaube, wir können erstmal noch alles so weit lassen. 5 Punkte. Ja, okay. Wir warten noch ein bisschen. Auch 5 Punkte. Wir warten mal noch ein bisschen, so bis wir wieder so 8 Punkte ungefähr. Es gibt Berichte über einen Angriff auf eine Ausgrabungsstätte? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Stätte zu einem Ziel gemacht haben. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt könnte zusätzliche Komplikationen verursacht haben. Okay, bring sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein! Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Schatten! Hier spricht Dr. Anne Brighton. Wir werden angegriffen! Okay, dann also... Oha! Mehrere Feinde registriert! Bringen Sie uns rüber! Negativ, zu heiß! Fliege untere Plattform an! Festhalten! Jetzt! Los! Spring! Here we go. Wir können hier nicht bleiben, Captain. What? Diese Plattform bleibt nicht mehr lange stabil. Bewegung! Sie ist irgendwo über uns. Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter. Nein! Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Wir sind unterwegs. Musst du noch mal schnell gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Ah, da ist natürlich... Okay. Komm ich hier rüber? Warte mal. Sorry Leute, ich muss aber hier unten gucken, ob es hier irgendwas gibt. Wahrscheinlich führen beide Wege zum gleichen Punkt. Ja. Oh Gott. Ah, ich glaube, die sind einfach nur so. Hier entlang. Commander, sie sind überall hier oben.
Können Sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Ja. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Oh. Wow. Die sehen so eklig aus. Munition voll. Okay, warte mal, warte mal. Wir müssen mal schnell hier alles abgrasen. Waffen-Upgrade. Ah, genau sowas habe ich gesucht. So, also hier geht's nicht weiter, richtig? Richtig. Oder auch nicht, okay. Noch was übersehen hier? Oh. AT-12 Raider. Gar nicht gesehen. Oh Gott sei Dank sind wir nochmal hier lang gelaufen, ey. Oh Mann. Hoch. Ah, guck mal. Können wir da hochjumpen oder was? Nee. Ach, hier. Ah, gar nicht gesehen. Boah. Und dann darüber. Alles klar. Da drüben sieht aus wie eine Brücke. Ich mach die lieber jetzt kaputt. Ob die Brücke noch funktioniert, weiß ich ja nicht. Steuerung funktioniert nicht. Ja. Jemand muss sie reparieren. Sofort. Kurzschluss bei einigen Drähten. Dürfte aber kein Problem sein. Geht ganz schnell. Edi, hinter uns. Banshee, Commander. Alles klar. Die sind schon krass, die Viecher, ne? Noch einer? Die Banshees sind schon krass. Bewegung! Der Fahrstuhl kann nicht weit weg sein! Wenn nur eine Banshee ist, dann wird die, an die nächste nicht weit weg sein. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Aber dorthin müssen Sie klettern. Verstanden. Äh,
Warte mal, ist hier irgendwo eine Leiter drinne oder? Nee. Also ich muss hier rüber jumpen. Ja. Uiuiui, das war knapp. Alter Schwede. Boah. Eieiei, die hauen aber rein, ey. Die haben ja drin gebrezelt, ey. Hui. Nicht mitgekriegt, dass da einer ist. Blockiert! Finden Sie einen anderen Weg! Der verrückt hier, ey. Naht auseinander geplatzt. Wow. Hier komme ich nicht durch. Ach so. Hä? Ist hier eine Alpha-Wand oder was? Muss ich mich ein bisschen durchbacken? Jetzt geht's. Ann, sind Sie noch da? Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Sind Sie in der Nähe? Wir machen so schnell wie können. Halten Sie durch! Achtung, Plattform kommt runter! Außenrum! Wir gehen außenrum! Ja, das mit dem Schnell ist so eine Sache. Shit. Und ich habe nicht gespeichert. Was war das denn gerade, ey? Scheiße. Oh no. Oh Gott. Okay, aber geht ja noch. Nein, nein, Boyles. Runter. Oh Gott. Was ist los? Kirkwood und Boyles wollten weglaufen. Die Reaper haben sie erwischt. Rühren Sie sich nicht, bis wir da sind.
Wir können ja mal, ne? Wir müssen ja nicht so sparsam sein hier. Okay. Da, schon wieder. Was war das? Der dicke Vogel da, oder was? Angst, warte mal. Ich speichere mal. Habe ich gespeichert jetzt? Geht's wahrscheinlich gar nicht. Nee, jetzt ist er weg. Ja. Sehr gut. Boah. Die hauen aber gut rein, ne? Also. Du bist das. Ich hab nur den Schatten gesehen. Oh, das sind diese Flugviecher, ne? Glaube ich. Oh. Oder auch nicht? Also durch die Wände durch. Ey. Können wir mal. Der Fahrstuhl ist direkt vor uns. Nichts wie hin. Hier runter jetzt oder wie? Richtig, okay. Ich dachte, jetzt sind wir gerade irgendwie wieder. Ach, Gott sei Dank. Fahrstuhl ist online. Wir kommen rauf. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Hopkins ist tot. Aber das sieht auf jeden Fall nicht lebend aus. Er wollte weglaufen. Ich habe ihm abgeraten, aber er wollte den anderen helfen. Wo sind nur alle hin? Es tut mir leid. Sie haben es nicht geschafft. Doktor, Sie müssen mit mir kommen. Oh Gott. Ja, natürlich. Komplett verseucht hier mit Reapern. Ich war an einer anderen Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Ich kam so schnell wie möglich zurück, aber was geht hier vor? Shepard, sehen Sie. Ich bin nicht sicher, aber es könnte etwas mit diesen Bildern zu tun haben. Ist das Leviathan? Ja, wir glauben schon. Er ist alt. Viel älter, als mein Vater dachte. Dort scheinen die Eingeborenen unter seiner Macht zu stehen. Reaper, aber er handelt allein. Anders als alle Reaper, die wir kennen. Doktor, Sie haben doch vor kurzem etwas gefunden. Das Artefakt? Ja, natürlich. Unglaublich. Es ist gleich da vorn. Es klingt seltsam, aber ich glaube, es beeinflusst das Verhalten. Ich hatte bislang nur wenig Zeit zur Untersuchung. Überhaupt nicht seltsam. Haben Sie was gefunden? Nicht viel, aber ich weiß etwas über die Energie, die es erzeugt. Runter!
Oder sind sie schon dran? Ne? Was machen die da? Sie haben es irgendwie aktiviert. Ich habe noch nie etwas. Doktor? Oh, oh. Sie wissen zu viel. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Shepard! Ausschalten! Sofort! Sind Sie okay? Cortez, wir haben Anne Bryson. Holen Sie uns raus. Bin unterwegs, Commander. Verstanden. Wenn Sie das Shuttle sehen, laufen Sie los. Nicht zurückschauen. Okay, ja. Oh. Oh no. Die Heuschrecke. Okay, Cortez, hierher. Verstanden, Commander. Shuttle bereit für Evakuierung, Commander. Verstanden. Los, wir gehen. Oh. Alter, wer? Einfach durchlaufen. La 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 la. Und tschüss. Sind Sie okay? Ja, Commander. Glaube schon. Ich bin umgekippt. Leviathan hat sie übernommen, aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen. Leviathan selbst? Das ist unglaublich. Die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht können Sie uns helfen, den Grund herauszufinden, aber vorher habe ich schlechte Nachrichten. Nennen Sie mich Anne. Könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben? Nicht in den Orkusnebel zurückgekehrt sein? Ein Deserteur oder ein Überläufer? Ich rufe sofort meinen Vater an. Er muss das wissen. Anne? Sie müssen mir zuhören, okay? Ihr Vater ist tot. Es tut mir leid. Er ist... Was? Tot? Das kann nicht sein. Wir haben ihn getroffen, um herauszufinden, was er wusste. Es gab einen Vorfall. Es gab einen Vorfall? Sie haben nicht als Erste die Kontrolle verloren. Der Assistent Ihres Vaters... Erst war er ganz normal und plötzlich schoss er auf ihren Vater. Ich konnte nichts tun. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen herausfinden, was hinter all dem steckt. Und nur Sie können uns helfen. Anne? Ich will sein Büro sehen. Wir arrangieren den Transport und treffen Sie dort. Alles klar. Ja, ne. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Jetzt haben wir's an. Ach Mensch, okay. Gucken wir uns die noch schnell an. Hä? Hier, Omega. Okay, von Bray, Thema Omega. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagte irgendwas darüber, Kandros Andenken zu ehren. Ich würde ja sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihren Standpunkt mit ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt hier mindestens einen Batterianer, der nicht will, dass sie sterben. Bray. Ja, das war doch der Kompagnon, ne, von der Aria. Gut.
Okay. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne beenden wir erstmal diese Folge und machen dann beim nächsten Mal direkt weiter mit der Tochter von dem Wissenschaftler. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht in dem Büro noch irgendetwas finden oder so, was wir dann noch mehr... Das Krasse ist ja eigentlich, ne, um mal ganz kurz mal zu sagen, diese ganze Leviathan-Geschichte hier, ne, das ist ja, glaube ich, nicht mal so richtig die Hauptstory, oder? Da vielleicht halt schon so irgendwie... Klar, es ist natürlich alles ein bisschen miteinander verknüpft, aber schon cool gemacht. Also, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Genau, gut, also knüpfen wir dann dort an. Zitadelle Leviathan, Anne Bryson ist die einzige Möglichkeit, Leviathan aufzuspüren. Treffen Sie sich mit ihr auf der Zitadelle und sichern Sie sich ihre Hilfe. Machen wir. Gut, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten, bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.